Gott. Infizierte. Was waren diese komischen roten Kiefer da? Weg hier! Joe, da sitzt sie! Sam! Gott sei Dank! Wir müssen schnell weiter! Durchgang! Da drüben! Sam! Ach komm, renne, renne, renne! Ellie, geh weg von der Tür! Wollen wir zusammen versuchen? Sam! Er ist durchgekrochen! Er ist was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Alle nach oben! Na los! So krass, vor allem diese Unterschiede zwischen diesen Städten und dem hier. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Na los! Lass mich hier drin! Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon! Los! Achtung! Dann mal los! Scheiße. Mach los! 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 Nagelbomben helfen immer. Frische Luft! Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Oh. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, ne? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber...
Wenigstens haben wir unsere Munitionsvorräte ein bisschen aufstocken können. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Übrigens noch ein Haus, vielleicht gucken wir da noch mal vorher rein. Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Ziemlich heftig, ha? Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich. Meine Freundin, Marie, wollte, dass er mich zu den Feierpleis bringt. Das ist gut zu verstehen. Ja, und jetzt kümmern wir dich herum. Nicht wahr, John? Mhm. Vor allem das ist mal eine Richtung. Wenn ich da an Spiele wie The War Z denke und... Na gut, Daisy geht ja noch, aber The War Z ist ja eigentlich noch schlimmer. Was da teilweise für Inneneinrichtungen in Häusern drinstehen, denke mal, die haben nirgendwo gelebt. Da steht ein Bett, ein Schrank, das war's. Dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Die sind wild. Was ist das? Oh, es ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch.
Wenn man sich das bedenkt, dass Ellie nie irgendwie was anderes erlebt hat, außer jetzt diese Apokalypse. Das ist eigentlich schon krass, ey. Da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Na super. Das hat weh getan! Wie rumgehen wir jetzt am besten? Wo wollt ihr denn hin? Und wo wolltet ihr noch hin? Thank you.
Ach du! Du bist verboten, Mann! Stopp die Jungs! Gib mir Deckung, ich gehe ran! Sei vernünftig und gib auf! Was war das? Ich hab keine Medkits mehr, scheiße. Also, wie sieht's aus? Nee, was gefunden? Ja, auch nichts. Weiter so. Ich werde es nicht tun. Ehrenwort. Nein. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ich hasse Scharfschützen.